Gut. Shalom Aleichem. Wir sprechen heute den ersten Teil über Torah Shebichtav und Torah Shebealpeh, einen tiefen Aspekt, und über das Gebot Ehre dein Vater und deine Mutter, ob das ist ein Gebot zwischen Menschen oder das ist ein Gebot zwischen Menschen und Gott. Und das versuchen wir in unserer kurzen Zeit zu bearbeiten, und Gott soll mir helfen, dass ich habe die guten Wörter ausgesucht. Es gibt Torah Shebichtav, schriftliche Torah. In die schriftliche Torah, in die fünf Bücher Mosche, sind 613 Gebote und Verbote. Gebote 248, genau wie unsere Körperteile. Und Verbote 365, genauso wie die sonnige Tage. Gut, das ist alles gehört Torah Shebichtav. Torah Shebichtav ist Regeln, was zu tun und Wurzeln. Torah Shebealpeh, Mishnah, Talmud, Halacha, ist nicht mehr Wurzeln, sondern Asten. Nicht mehr Regeln, sondern Einzelheiten. Nicht mehr was zu tun, sondern wie. Sehr gut, danke. Alles, was wir haben heute in der Hand, wurde gegeben zu Moshe Rabbeinu auf dem Berg Sinai. Sei die schriftliche Torah, Torah Shebichtav, und sei die mündliche Torah, Torah Shebealpeh. In Torah Shebichtav gibt es nur Hinweise. Aber wir wissen nicht, diese Hinweise zu kommentieren. Zum Beispiel steht geschrieben in 2. Buch Mosche, Kapitel 13, Pasuk 16: Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und an deiner Stirnende, zwischen deinen Augen. Also steht ein Wort, Vehayu letotafot ben einecha. Etwas soll sein zwischen die Augen. Was? Wie? In schriftlicher Torah steht nichts geschrieben. Wie? Steht nur geschrieben, was? Und in die mündliche Torah, in die Halacha, in die Mishnah Brura, steht genau Einzelheiten, andeutig. Wie schreibt man Tfilin? Wie bearbeitet man Tfilin? Wie legt man Tfilin? Wo steht dem Tfilin im Kopf, wenn man sie anzieht und so weiter und so fort. Gut. Zum Beispiel steht auch geschrieben in die schriftliche Torah, in die 10 Gebote, Ehre dein Vater und deine Mutter. Ich gebe es draußen auf die Kiste. Hier, Zadik, benehmen. Geben wir was geblieben, die Fahrt, bitte. Dankeschön. Gut. Also steht geschrieben in die 10 Gebote, Ehre dein Vater und deine Mutter. Jetzt meine Frage an euch. Ehre dein Vater und deine Mutter. Ist ein Gebot zwischen Menschen? So wie du sollst nicht klauen oder du sollst nicht ignorieren Gefahr oder du sollst nicht lügen. Oder Ehre dein Vater und deine Mutter ist ein Gebot zwischen Gott und Menschen. Wer glaubt, Ehre dein Vater und deine Mutter ist ein Gebot zwischen Menschen? 2. Wer glaubt, dass ein Gebot zwischen Gott und Menschen? Okay, jetzt bin ich neugierig. Warum glauben Sie, dass ein Gebot Ehre dein Vater und deine Mutter ist ein Gebot zwischen Menschen? Bitte? Das ist so, ich weiß nicht mehr genau, aber man hat sozusagen 3 Elternteile, und zwar eben Vater, Mutter und Gott ist sozusagen das dritte Elternteil. Und zwar ist dann so, Vater, Mutter sind so die Eltern deines irdischen Körpers, die aus der Erde kommen. Und Gott ist auch, das ist dann der Vater deiner Seele. Und somit ist es dann zwischen Mensch und Gott oder zwischen Mensch und Mensch. Das, was du sagst, ist eine enorm gute Stufe von Talmud. Das, was du sagst, steht geschrieben in Talmud in Kiddushin. Respekt für die gute Erklärung.
Aber ich werde die Erklärung noch verschärfen. Es gibt in den 10 Gebote 5 Gebote zwischen Gott und Menschen. Ich bin Gott der Ewige. Du sollst nicht andere Götter neben mir haben. Du sollst nicht meinen Namen missbrauchen, schwören und gedenke dem Schabbat ihm zu heiligen. Und das Letzte, ehre dein Vater und deine Mutter. Das sind die Gebote, in die 10 Gebote in der Tafel, die zwischen Gott und Menschen. In der Tafel zwischen Menschen steht andere 5 Gebote. Welche? Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht klauen, du sollst nicht falsche Zeugnis ablegen und du sollst nicht begehren deinen Nächsten, was ihm gehört. Also ehre dein Vater und deine Mutter. In welcher Tafel steht das in den 10 Gebote? Bei der Tafel zwischen Menschen oder bei der Tafel zwischen Gott? Bei der Tafel zwischen Gott. Deshalb eine Antwort haben wir. Ehre dein Vater und deine Mutter ist ein Gebot zwischen Menschen und Gott. Und das erklären wir später weiter. Das werden wir lernen in die andere Hälfte von Shiur. Steht geschrieben in Midrash, dass Hashem hat gegeben Moshe auf dem Berg Sinai alles. Torah, Mishnah, Gemara, Halacha und auch das, was ein Schüler wird fragen, irgendwann 5776, irgendeine Schüler in Frankfurt wird kommen und er wird fragen etwas von Torah und diese Frage wurde noch nie gestellt. Die Antwort hat auch schon Gott gegeben auf dem Berg Sinai. Alles, was ein Schüler wird fragen, hat schon Gott gegeben, Moshe Rabbeinu, die Antwort auf alle Fragen. Wie kann das sein? Weil Gott hat gegeben, die Regeln, wie die Tora zu lernen. Okay, gehen wir weiter. Meine Frage ist, nicht klar, was habe ich gesagt? Wenn es nicht klar, dann frage ich, bin da, um zu beantworten. Wenn etwas ist unklar oder ich verstehe nicht, bitte stell mir die Frage, ich versuche. Er hat die Regeln gegeben, wie man die Tora lernen soll. Warum ist dann eine Antwort auf alle Fragen? Ja, weil in dem Moment, wo die Antwort basiert auf derselben Regel, Gott hat auch der Antwort schon gegeben. Das heißt, die Wurzeln sind schon da. Die Klalim, die Regeln sind schon da. Und diejenigen, wir werden bald sehen, die die Torah vermitteln, die Chachamim, die Weisen, das sind diejenigen, die die Torah in sich behalten. Und in dem Moment, wo einer stellt eine Frage, ich darf nie eine Antwort geben, ich glaube, ich gebe euch auch eine Regel. Wenn jemand stellt eine Frage in Halacha oder in Torah und ein Rabbi gibt ihm eine Antwort, er hat sein Recht, und es ist sogar sehr gewünscht, zu fragen, Tedineni, von wo haben Sie das gelernt? Wo steht das geschrieben? Also der Rabbi muss nehmen die Halacha, die Mishnah Berurah. Wenn einer stellt eine Frage, ob er darf seine Eltern wecken vom Schlafen, wegen einem Telefon vom Geschäft. Und der Rabbi sagt, ja, wenn es sein Geschäft und die Eltern werden sich bereuen, das hast du sie nicht aufgeweckt, du sollst aufwecken. Dein Recht als Schüler fragen dein Rabbi, wo steht das geschrieben? Zeig mir schwarz auf weiß. Wenn der Rabbi sagt dir, so ist das, glaube nicht. Er muss dir zeigen, in die Halacha, wo steht das geschrieben? Sonst, seine Antwort ist nicht wert. Sonst seine Antwort ist eine Schmier an dem Schüler. Das ist genauso wie einer gibt eine Arbeit in Uni und er hat eine These, aber die These basiert nicht auf einem Quall von einer Idee, die stabil ist. Genauso ist in Halacha, in Torah, jede Frage von einem Schüler, das wird gefragt heute, muss dem Rav, der Lehrer, wenn der Schüler glaubt, dass das, was er sagt, okay, danke schön. Aber wenn der Schüler zweifelt, dass so ein Gesetz steht. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren kriege ich ein Telefon von Eltern, dass ich habe gesagt in einer Shiur, dass die 12 Stämme von Jakob, jeder hat geheiratet seine Schwester. Ruft mich ein Vater, ganz schockiert, und er sagt, wo steht das geschrieben? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört,
dass das jüdische Volk beginnt mit Inzest. Dass ein Bruder und eine Schwester heiraten und damit beginnt so am Israel. Was meine Aufgabe ist, ihm zu sagen? Ich habe mein Recht zu unterrichten oder ich muss ihm sagen, von wo habe ich das genommen? Was muss ich machen? Muss sagen, wo. Dann habe ich ihn geschickt zum Parashat Vayeshev in Bereshis und habe ich ihm gezeigt, Rashi, dass Rashi sagt, seine Söhne und seine Töchter, Rashi sagt, was heißt seine Töchter? Rashi sagt, mit jedem Bruder, Reuven, Shimon, Levi, mit jedem ist auch eine Zwillinge geboren und jeder hat geheiratet seine Zwillingsschwester und so hat begonnen, schließ bitte, Bnei Israel. Deshalb, die Antwort ist, jeden Frage, was ein Schüler fragt über Torah, muss der Lehrer ihm immer sagen, wo steht das geschrieben. Sonst soll er ihm nicht glauben, sonst verkauft er ihm Lokschen. Also Lokschen braucht man nicht jetzt, er kann jeden kochen Nudel alleine. Der Schüler kann auch selbst alleine finden, die Quellen, die stehen geschrieben. Okay, gehen wir weiter. Deshalb, warum braucht man eine mündliche Lehre? Weil man kann nicht vergleichen einen Text mit einer Stimme. Ihr geht doch in die Schule. Warum braucht man einen Lehrer? Du kannst doch kommen in die Schule mit Büchern und lernen. Warum brauchst du den Lehrer? Der Lehrer ist derjenige, der hat in sich den Stoff vom Lernen in sich eingebunden und das Lernen ist ein Teil von seinem Leben. Was heißt das? Beim Reden, beim Sprechen spürst du Überzeugung, Begeisterung, Wärme, Kälte, Betonungen, Intonationen. Du spürst verschiedene Sachen, ob der Mensch ist gebunden mit das, was er sagt oder nicht. Das heißt, es kann sein, einer, der spielt Musik, aber er ist kein Musiker. Es gibt einen, der ein Musiker von seiner Natur und wenn er spielt, auch wenn das ist nicht so professionell, aber in seinem Talent, ist er ein Musiker. Okay. Sagen unsere Weisen, in Torah gibt es Geschichten und es gibt das Halachot. In Talmud wird alles erzählt durch eine Geschichte. Und dann lernt man davon ein Halacha. Eine fragt dem anderen, sag mal, wenn man schneidet Brot, wo muss man das Brot schneiden? Sagt er, dort, wo es gut gebacken. Jetzt, was passiert, wenn ein Kind kommt zu seinem Vater und er fragt, ob er darf am Schabbes legen in die Suppe Mandalach. Mandalach, das ist so gelbe Schkidemarak, Mandelsuppe. Darf man am Schabbat legen Mandalach in die Suppe oder nicht? Was soll ein Papa öffnen jetzt? Gemara, Talmud oder Halacha? Halacha. Wo soll er prüfen in Halacha? Soll er gehen in Ilchot Shabbat? Und in Ilchot Shabbat soll er öffnen, backen oder kochen? Und steht geschrieben, trockene, gebackene oder gebratene Bröt oder kleine Brezel, wo man will am Shabbat legen in die Suppe, es ist kein Problem im zweiten Geschirr. Das heißt, direkt in die Suppe, in den großen Topf, darf man nicht die Mandalach nehmen. Aber in dem Moment, wo hat man genommen die Schaumlöffel, der Keller, und hat man mit dem Keller gelegt in die Suppe und du nimmst später Mandalach, die Mandalach sind schon auch am Schabbat erlaubt zu benutzen und das heißt nicht kochen, obwohl nach 3-4 Minuten, weißt du, die Mandalach verlieren ihre Crispy. Die werden schon so matsch. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn die Mandalach werden matsch, das ist schon so wie kochen. Was ist kochen? Kochen ist zu nehmen harte Sachen. Und von harten Sachen machen die Sachen weich. Okay, gehen wir weiter. Sagt der Mabit, einer von den großen Tzadikim in der Zeit von Rabbi Yosef Karo, die Torah von der jüdischen Religion ist eingraviert in die Seelen von den Tzadikim und von den Chachamim. Und deshalb Gott hat uns gegeben die Torah, weil er wollte nicht, dass die Völker so unsere Torah kaputt machen. Soll bleiben nur in unserer Hand. Deshalb, in dem Moment, wo einer hat gelernt, Torah ist nicht eine Weisheit, Torah ist nicht jetzt ein Uni-Fach, Torah ist nicht Physik, Torah ist nicht Mathematik, Torah ist nicht biologisch, Torah ist nicht irdisch überhaupt, Torah ist himmlisch.
Wenn einer sieht die Tora himmlisch, göttlich, auch wenn sie ist klug und logisch, aber trotzdem sie ist göttlich. Was heißt das? Ich gebe ein Beispiel. Nehmen wir an, es gibt hier ein Schüssel. Und ich lege in dem Schüssel einen Apfel. Ist jetzt der ganze Schüssel Apfel oder das ist trotzdem ein Schüssel? Wie nennst du jetzt diese Schüssel? Schüssel. Und wenn der Schüssel ist voll mit Apfel, wie nennst du den Schüssel? Schüssel. Also ein Schüssel bleibt ein Schüssel. Egal was du tust, ein Schüssel bleibt ein Schüssel. Jetzt gibt es Menschen, die lernen sehr viel. Die haben große Wissen. Man nennt das im Judentum ein Esel, der trägt Bücher. Ein Esel, der trägt Bücher, bleibt ein Esel oder er wird ein weiser Mensch? Ein Esel trägt Bücher. Bleibt ein Esel oder wird klug? Was ist eure Meinung? Nun? Eigentlich wollte ich sagen, er wird klug, aber jetzt mit der Schüssel würde ich sagen, er bleibt ein Esel. Oh, das heißt, ein Esel, auch wenn er trägt Bücher, er wird nicht klug sein. Was heißt das? Weisheit muss ein Teil von der Mensch sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Habt ihr gehört von Andrianus? Andrianus wollte immer geben seine Soldaten vor dem Krieg Wein. Wein. Aber im Krieg, wo soll man finden Wein? Was haben sie gemacht? Also sie haben gemacht die Tonfässer, sie haben den Ton Keramik zusammengemischt mit Wein, mit starken alkoholistischen Wein. So haben sie gemacht den Ton. Später haben sie gelegt Wasser im Krieg und die Tonfässer haben dem Wein vom Fass gemacht Wein. Dieser Wein ist ja in Essig, ist nicht koscher. Ich gebe ein Beispiel. Whisky. Ist Whisky koscher oder nicht koscher? Die Frage ist, kommt drauf an. Wenn die Whisky zum Beispiel wie Black Label oder Chivas Regal oder Johnny Walker oder Rum, gibt es Bekannte, man weiß, die sind koscher und man trinkt sie. Kein Problem, trink, l'chaim, sei gesund, Mazel Tov. Aber was passiert, wenn der Whisky wurde gelagert in ein alten Fass, Holzfass, von einem alten Wein, damit soll der Wein geben Aroma an dem Whisky. Ist der Whisky jetzt kascher oder nicht? Nicht. Nicht, warum nicht? Ja? Weil es ist mit Wein gebunden. Wenn das ist pur Scotch oder irisch Whisky, sehr gut, ist kein Problem. Aber in dem Moment, wo er hat genommen Aroma oder Geschmack vom Wein, dann hat er schon etwas gegeben von sich. Gehen wir weiter. Ich gebe ein Beispiel. Der Lehrer von dem Rabbi, der hat geschrieben, diesen dickes Buch, dieses Buch heißt Mishnah Berura. Hier ist die ganze Halachot, wie soll jeden leben? Alles. Vom Morgen bis Abend, vom Schabbes bis Rosh Hashanah. Alles, alles, alles steht hier geschrieben. Pesach, Shabbat, Sukkah, alles. Kleine, kleine Buchstaben. Es gibt hier mehr als 2000 Seiten. Du kannst lernen und wissen die ganze Halacha. Jetzt, der Rabbi von diesem Rabbi, der hat das geschrieben, war Rabbi Yisrael Meir HaKohen, der Chofetz Chaim, der Rebbe von Radin. Sein Rebbe war Reb Nochum Horodoker. Reb Nochum. Reb Nochum war ein großer Tzaddik. Und jeden Morgen in seiner Synagoge wurde man gefeiert, Jahrzeit. Weißt du, was ist Jahrzeit? Jahrzeit ist Todestag von Verwandten. Jahrzeit oder Jahrzeit. Todestag. Bei jedem, wenn es gibt Todestag vom Vater oder von Oma oder von Opa, geht man in die Synagoge, man spendet an die Leute Kuchen, ein bisschen lecker und L'chaim. Was heißt L'chaim? Was trinkt man da? Was trinkt man da? Wodka. Schnaps oder Cognac? Man trinkt nicht Wein. Wein trinkt man am Schabbes. Wein trinkt man am Schabbes, aber an einer Jahrzeit trinkt man Wodka oder Schnaps oder Cognac. Reb Nochum Horodoker hat genommen ein Gläschen
Und er war sicher, was trinkt man an einer Jahrzeit? Schnaps! Er nimmt sein Becher und er sagt, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shehakol Nia Bedvaro. Und er trinkt und er spürt, ups, Wein. Gleich, wenn er hat gespürt, dass es Wein, er ist gefallen in Ohnmacht. Hat man gefragt, Reb Nochum, was passiert? Sagt er, so ein großer Fehler. Anstatt zu sagen, Bore Priya Gafen, habe ich gesagt, Shehakol Nia Bedvaro. Hat man ihm gesagt, ja, Reb Nochum, aber auch wenn einer hat gesagt, Shehakol ist nicht so schlimm. Sagt er, nicht so schlimm ist auch ganz schlimm. Also von vornherein soll jeden machen die Torah und die Halacha, so wie sie gehört. Was heißt das? Die Torah kommt von Generation zu Generation von denjenigen, die üben die Torah. Die, die das praktizieren. Ich gebe ein Beispiel. Jeden guten Charaktereigenschaft, was gibt es in dieser Welt, wird genommen von Torah. Ich gebe euch ein Beispiel. Es war ein großer Rabbi, der ist Rabbi Yisroel Salanter. Rabbi Yisroel Salanter hat geschrieben viele Bücher von Musar, von Moral. Leider ist er gestorben hier in Deutschland, in Königsberg. Und seine Schüler waren nicht neben ihm. Und die Gemeinde hat zugefügt zu Rabbi Yisroel Salanter, eine Junge von der Schule soll ihn begleiten. Nachdem ist er gestorben, kamen die Schüler von Rabbi Yisroel Salanter zu den Jungen und sie haben gesagt, was hat der Rebbe gesagt? Die letzte Wort vor dem Tod. Das Menschen sind immer neugierig zu wissen, was hat der Rabbi gesagt vor seinem Tod? Sagt, ich erzähle euch. Er hat mir gefragt, ob ich habe Angst vom Tod. Habe ich gesagt, ja. Sagt er, warum hast du Angst vom Tod? Sagt er, weiß ich nicht. Tod ist so schwarz, das ist so beängstigt, das ist so Gäste, Skeletten, Ängste, Dämonen, keine Ahnung, Wien. Ich habe furchtbar Angst vom Tod. Ich habe gesagt, ich würde dir erklären. Du brauchst nicht Angst haben vom Tod. Tod ist wie eine Jacke, ausziehen und hängen. Wenn ein Mensch lebt, sein Körper ist wie ein Anzug. So wie Astronautanzug. Wir kriegen einen Körper, um zu leben in dieser, versteht ihr? Um zu kommen in dieser Welt zu leben, weil wir sind eine Seele. Genauso wie ein Astronaut muss kriegen in der Mond. Kleider, wenn wir kommen vom Himmel hier unten, kriegen wir auch unsere Körper, um hier zu gehen. Wenn ein Mensch stirbt, was passiert? Er gibt seine Kleider zurück im Sack, zurück im Schrank. Und so hat er ihn beruhigt. Warum hat er beruhigt den Junge? Weil er weiß, er ist bei ihm bald am Sterben und er wird Angst haben und er wollte den Junge beruhigen. Nett, oder? Zu beruhigen einen, der den begleitet. Rabbi Yisroel Salanter hat das gelernt vom Talmud, von Rabbi Yochanan ben Zakkai, wo sein letzter Wunsch vor dem Tod war, soll man nehmen alle Geschirr von zu Hause, sollen sie nicht unrein werden durch den Fall von dem Tod. Gebe ich noch ein Beispiel. Es war ein Amora. Sie wissen, wer hat gemacht Arbeit über die Amoraim? Amoraim. Nein, das ist Moraim gemacht. Amoraim. Also einer von den Amoraim hieß Rabbi Chia. Rabbi Chia hatte eine Frau, die hat ihm sehr viel gequält. Weißt ihr, was heißt quälen? Was heißt quälen? Wie kann eine Frau ihren Mann quälen? Nun, ja. Wie kann eine Frau ihren Mann quälen? Nerven, was noch? Nicht respektieren, beleidigen neben andere Leute. Rabbi Chia, so ein großer Tzaddik, seine Frau hat ihm immer neben andere Leute gechappet. Sie hat ihm immer so gepikst und beleidigt. Trotzdem, überall wo Rabbi Chia ist gegangen zu einer Hochzeit oder zu Bar Mitzvah, hat er genommen eine kleine schöne Portion und zu nehmen zu seiner Frau. Es war in Jerusalem ein großer Rosh Yeshiva, Rabbi Benzion Abba Shaul, der jeden Tag gegangen zum Supermarkt einkaufen zu seiner Frau. Ein Tag kommt zu ihm der Besitzer vom Supermarkt und er sagt, Rabbi, wissen Sie, es gibt jetzt neue Schokolade. Neue Schokolade? Und was ist drinnen? Sagt er, das ist Schokolade mit einer Füllung von Kirschen. Sagt er, gib mir drei Schachteln.
Warum? Ich will das meine Frau kaufen. Rabbi Bezion aber Shaul war so ein großer, berühmter Mensch, aber trotzdem denkt er, wenn er geht einkaufen in den Supermarkt und es gibt neue Schokolade, kauft er seine Frau neue Schokolade. Noch ein Beispiel, letzte. Es war ein Rabbi in Newark, Rabbi Moshe Feinstein. Und zu ihm gekommen eine russische Judin und sie hat ihn gefragt, ob er kann helfen zu schreiben einen Brief ihre Kind in Russland. Weil sie ist gekommen von Russland zu jung, ihre Kind kann nicht Englisch und sie kann nicht Russisch, aber sie will schreiben einen Brief. Und er hat sie geholfen zu schreiben einen Brief. Von wo kommt das? Von einer Benehmung von Torah. Jetzt beginne ich den zweiten Teil. Kinder oder Menschen, wenn sie haben etwas regelmäßig, hören sie das auf zu respektieren. Das heißt, Vater und Mutter sind regelmäßig. Wann beginnt ein Kind zu schätzen seine Eltern? Wenn einer stirbt oder wenn er ist weg zu lange Zeit. Sonst, wenn die Eltern sind zu Hause, könnte sein, dass der Kind wird werden nörgelig. Was gibt es zu essen? Ja, warum muss ich alles machen? Wieso gerade ich heute? Lass mich doch in Ruhe. Geh nicht rein in meine Zimmer. Also, Ehre, Vater und Mutter ist eine sehr schwierige Gebot. Und es war einmal ein Kind, der ist Abaye, und er hat gesagt, Gott sei Dank, ich habe keine Eltern. Gott sei Dank. Weil da brauche ich nicht diese schwere Gebot halten. Ehre dein Vater und deine Mutter. Okay, jetzt gehen wir zum das, was hast du so schön gesagt. Steht geschrieben in Talmud in Kiddushin. Und wenn man verschwindet Zeit von Torah lernen, jede Minute von Torah lernen von einer Klasse, es ist mal 30. Also halbe Stunde jetzt geklaut von Torah lernen, nur sollst du wissen. Und es gibt in ihm eine große Rechnung davon. Zeit klauen von Torah lernen, es ist sehr, sehr schlimm. Die verstehen nicht. Das ist Zeit klauen, ich will auch über dieses Thema, ist alles von Gott. Gott schickt immer Signale. Es gibt eine Sache, wenn einer hat geklaut Soda, geklaut, eine Flasche Soda. Wie kann er das wieder gut machen? Was? Eine neue kaufen, und er gibt zurück die Soda und Shalom, alles okay. Was passiert aber, wenn einer hat geklaut, seine Geschwister oder seine Eltern schlafen? Schlafen. Also er macht laut Musik und die Eltern sind aufgeweckt oder er kommt von einer Party um 2 Uhr und die Eltern sind auf. Ja, bitte? Kann man nicht mehr zurückgeben. Und das nennt man Gesel Sheina. Schlafklauen. Auch wenn einer stört. Zum Lernen, Torah, auch wenn das ist eine Minute. Aber wenn du nimmst die ganze Schüler und du machst das doppelt, ist eine große Sache, was ist ganz, ganz schlimm. Okay, gehen wir weiter. Es gibt drei Partner in der Mensch. Vater, was gibt der Vater? Vater gibt alle weiße Sachen. Nägel, Gehirn, weiß in die Augen, Knochen, das alles kommt vom Vater. Von Mutter kommt Blut, schwarz in die Augen, die Haare, die alle Sachen kommen von Mutter. Was kommt von Gott? Das Sehen, Riechen, Schmecken, Reden, Hören, das ist alles Geschenke Gottes. Dass der Mensch gehen kann. Kommen drei Partners. Vater bringt Rahmen. Mutter bringt Stoff. Und sie kommen zusammen. Und Gott gibt die Seele. Und so lebt ein Mensch 70, 80 Jahre. Ein Stückel Fleisch ohne Kühlschrank. Und er lebt. Und zum Schluss, was macht Gott? Gott nimmt seine Teil zurück. Was ist ein toter Mensch? Haare sind da, Nägel sind da, Füße sind da, Augen sind da. Nur die Kräfte zu sehen, zu hören, zu riechen, zu gehen, die gehen weg. Sagt Gott, in dem Moment, wenn du gibst Ehre, Kavod,
deine Eltern, dann machst du mir Freude, zwischen dieser Partnerschaft zu wohnen. Aber in dem Moment, wenn du deine Eltern nicht Respekt gibst, weil du beschwerst über deine Eltern, und jetzt guck mal, pass mal auf. Eine Sache in dieser Welt kannst du nicht mehr aussuchen, Eltern. Ist vorbei. Du kannst nicht sagen, ah, wenn sie war meine Mutter, ah, dann hätte ich sie geehrt. Wenn er war mein Vater, dann hätte ich ihn geehrt. Gott hat dir gegeben deine Vater und deine Mutter. Und weißt du warum? Weil wenn deine Neshama, wenn deine Seele war im Himmel, du hast die beide gesucht. Also vor dem, dass die Neshama, die Seele, kommt runter in diese Welt, Gott fragt dich, zu wem willst du kommen? Und du sagst, zu diesem Vater und zu dieser Mutter. Und deshalb begegnet Gott die zwei Leute. Und deine Aufgabe ist, die beide zu ehren. Aber warum jetzt diese Gebot, ehre dein Vater und Mutter, ist zwischen Gott? Antwort. Wer war der erste Vater in der Welt? Wer? Wer war sein Vater? Gott. Also wer ist der erste Vater in der Welt? Gott. Und wir nennen auch Gott Avinu. Wie nennen wir Gott? Avinu Malkeinu. Unser Vater, unser Gott. Also Gott ist an der ersten Stelle unser Vater. Jetzt guck mal. Kann sein, dass eine gibt nicht Respekt seinen Eltern und gibt Respekt Gott? Kann sein? Was glaubt ihr? Kann sein, einer, der seine Eltern nicht respektiert und er gibt Gott Respekt? Oder kann nicht sein? Kann nicht sein. Kann sein, dass einer gibt Gott Respekt und seine Eltern keinen Respekt? Noch einmal. Genau. Kann sein, dass einer seinen Eltern Respekt gibt und Gott nicht? Auch nicht. Sagen unsere Weisen, du willst wissen, wie ist dein Respekt zu Gott? Du kannst gucken, wie ist dein Respekt zu deinen Eltern. Wenn du hast Respekt zu deinen Eltern, hast du auch Respekt zu Hashem. Wenn du glaubst, du hast Respekt zu Hashem, hast du auch Respekt zu deinen Eltern. Und warum sage ich das? Weil die Eltern geben nicht die Kinder nur die physischen Körper. Sie geben auch die Kinder dem Kultur. Sie entscheiden, welche Kinder sollst du gehen. Jüdische Kindergarten oder andere. Sie entscheiden, ob du gehen zum jüdischen Schule oder zu einem anderen Gymnasium. Sie entscheiden, ob zu dir zu machen Brit Mila oder nicht. Sie entscheiden, ob zu dir zu machen Bar Mitzvah oder Bat Mitzvah oder nicht. Sie entscheiden auch, wer soll sein deine Freunde von der jüdischen Gemeinde oder von der spanischen Gemeinde. Also sie entscheiden immer deine göttlichen Kultur. Und Eltern sind diejenigen, die vermitteln Gottes Wunsch in dieser Welt. Jeden Vater und Mutter vermitteln ihre Kinder, was ist ihre Wünsche. Jetzt. Rabbi Yosef, immer wenn er hat gesehen seine Mutter, ist er aufgestanden. Immer ist er aufgestanden. Und jetzt werden wir lernen mit Gottes Hilfe Gesetze vom Halacha über die Ehre von Vater und Mutter. Warum? Weil wir stehen jetzt kurz vor, welcher Yom Tov kommt bald? Lag Baomer und nach Lag Baomer? Shavuot. Und was ist passiert am Shavuot? Was? Torah bekommen. Und was steht in Torah? Zehn Gebote. Und was steht in die Zehn Gebote? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Denn lass uns gemeinsam lernen die Halachot von Ehre Vater und Mutter. Die erste Halacha von Ehre Vater und Mutter ist, darf man die Älteren nicht bei den Namen nennen. Man darf nicht die Älteren bei ihrem Namen nennen. Wie heiße ich? Wie ist mein Name? Wie ist mein Name? Raskin ist Familienname. Vorname? Ja. Shlomo. Wie heißt meine Frau? Hanna. Wenn mein Kind ruft mich, wie ruft er mir? Aber. Wenn er ruft meine Frau, wie ruft er sie? Immer. Ihr dürft alle sagen Shlomo. Kein Problem. Ich bin Shlomo.
Ihr darf alle sagen, Chana, kein Problem. Aber meine Kinder können nicht sagen zu uns, wenn sie mit uns reden, Shlomo oder Chana. Für denen wir sind Abba und Ima oder Tate und Mame oder Daddy und Mami oder Papa und Mama, egal wie. Aber die sind deine Eltern und es gibt heute Eltern, die sind nicht normal. Nicht normal, weil sie haben nicht gelernt Torah. Sie sagen die Eltern, please call me in my name. I'm a friend of my child. I'm a friend of my child. Sie wissen, was heißt I'm a friend of my child? Ich bin ein Freund. Jetzt frage ich euch. Was ist? Sag. Wenn einer nennt seine... ich bin ein Freund von... So zu viel Kutschile, Mutschile. Ja. Ihr werdet mir verzeihen, wenn ich trinke von Mund oder das ist nicht höflich und soll ich aufpassen? Ist okay? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nehi bedvarei. Danke für Verständnis. Nicht so vorbildlich, aber sorry. Das, was du machst heimlich, kannst du auch machen vor alle. Es gibt nicht zwei Leben. Und wenn ich bin im Auto oder im Zug und ich will trinken, eine große Flasche trinke ich. Aber ich frage eure Höflichkeit. Jetzt meine Frage an euch. Warum soll man Vater und Mutter nennen Abba und Abba, immer? Und nicht mit ihren Namen. Wer will mir sagen? Ja, aber warum? Sie haben doch einen Namen. Shlomo und Chana. Warum soll man nicht sie beim Namen nennen? Weil sie nur Arbeit machen, wir sind. Ja, aber das ist kein Grund. Du kannst sagen, Abba Shlomo, Ima Chana. Ja, bitte? Ich denke, man stellt sie so, dass es obwohl sie die Partner von Gott sind in dem Fall. Du sagst aber noch nicht komplett, ich höre schon die Antwort. Aber noch nicht komplett. Weil man soll ja Respekt von denen haben. Warum? Weil sie mit Gott gefahren. Und wie nennt man Gott? Hashem? Man sagt den Namen von Gott oder darf man nicht? Darf man nicht. Eine von den größten Sünden ist, Namen Gottes sagen. Wie nennen wir Gott? Hashem? Der Ewigste, Boga, Gott, Riboine Sheloilo, Movino Malkeno. Wann können wir sagen den Namen von Gott? Wenn wir lernen oder beten, sehr gut. Jetzt, wenn mein Kind will reisen nach Amerika und er kriegt so einen Zettel, zu füllen seine Daten und steht geschrieben Father Name, was soll er schreiben? Abba? Was soll er schreiben? Namen. Warum darf er schreiben den Namen jetzt? Es ist für jemand anders, sehr gut. Und genauso, wenn jemand kommt und fragt dir, sag mal, wie heißt deine Mutter? Ketty. Wie? Ketty. Danke. Also die Mutter heißt Ketty. Er kann nicht sagen, meine Mutter heißt Mama. Für ihn, er darf nicht seine Eltern nennen Abba und Ima. Okay, zweiter Gesetz. Man darf nicht die Eltern widersprechen. Ich habe einmal gesehen, kam mein Vater und ich frage nur, wie war Urlaub? Sagt er mir, sehr gut. Wie wo wart ihr? Skiurlaub. Und wie war Schnee? War voll Schnee, war sehr gut. Und der Kind? Sag, stimmt nicht, Papa, du hast doch beschwert, dass es war nicht genug Schnee. Ich habe gesagt, der Papa als Witz, vielleicht war in ein anderes Hotel dein Kind, nicht mit dir. Aber das ist ein Chutzpe. Egal was sagen Mama und Papa, du darfst nie deine Eltern widersprechen und sagen, das Wort stimmt nicht, nicht richtig. Und ich habe auch gehört, Kinder sagen ihren Eltern, dass sie lügen. Du lügst! Ich
Ich weiß nicht, in welche Schule haben diese Kinder erzogen. Keine Ahnung, vielleicht dort. weiß ich nicht. Also, wie kann man die Eltern so beantworten, so benehmen? Von wo kommen solche Ideen zu reden? Was passiert aber, wenn einer will doch seine Eltern widersprechen oder korrigieren? Wie macht man das? Wie macht man das? Die Eltern sagen etwas und du hast eine andere Meinung. Kann passieren. Wie macht man das? Ich finde nicht. Bitte? Man kann sagen, ich habe es anders empfunden. Also, der beste Weg ist zu sagen, ich habe gehört, was Sie sagen. Und wenn Sie mir erlauben, auch meine Meinung zu äußern, wird mich sehr freuen. Das ist der beste höfliche Weg. Ich gebe euch einen Tipp. Und sag nicht die Eltern, ich will nicht, oder stimmt nicht, oder das stimmt überhaupt nicht. Darf man nicht Eltern widersprechen. Nicht Vater und nicht Mutter. Das ist eine große Avera und eine große Chutzpe. Nummer 3. Man sitzt nicht auf einem bestimmten Platz oder Ort von Mama oder von Papa. In jüdischen Familien, immer am Schabbestisch, wer sitzt vorne? Abba. Was passiert, wenn Abba ist nicht zu Hause? Wer sitzt dort? Immer kann sitzen, aber sonst niemand. Was passiert, wenn der Papa stirbt? Wer sitzt an seinem Platz? Niemand. Vorbei. Vorbei. Der Platz von Abba oder der Platz von Ima, was war bestimmt geeignet für die Eltern, darf niemand sitzen, nur wenn meine Kinder wollen zum Beispiel, sie sitzen am Tisch und er will Hausaufgabe machen und er will meinen Platz, sagt er, aber darf ich sitzen auf deinem Platz? Bakasha, sitz auf meinem Platz, wenn er hat gebeten um Erlaubnis, Bakasha. Aber sonst darf ein Kind nicht sitzen in dem bestimmten Platz und Ort von Vater und Mutter. Es gibt auch viele Familien, wo die Mutter sitzt immer gerne am Schabbes in diese Sessel oder in diese Sofa. Oder der Papa liebt diesen Stuhl. Ihren bestimmten Plätze soll man immer zu denen zuerst geben. Also wir haben schon 3 Gesetze. Erstes Gesetz, was war? Nun? Man darf die Eltern nicht beim Namen sagen. Und warum darf man nicht die Eltern beim Namen sagen? Weil ich sonst keinen Respekt erweise. Nein, ich habe gesagt den Grund. Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, weil... Der Grund ist, weil... Ich habe es doch davor auch so gesagt. Nein, du hast was anderes gesagt. Dann kann ich nicht antworten. Du kannst antworten. Bemühe dich. Ja, weil sie dir das Leben mit Gott zusammengegeben haben. Hast du gesagt? Ja. Siehst du, das gesagt? Ja. Das heißt, sie haben dir mit Gott dem Leben gegeben. Und weil die sind mit Gott, genauso wie der dritte Partner, Gott. Mhm. Ja, gibt 3 Partners. Vater, Mutter und Gott. Ja? 3. Jetzt, Hashem ist der dritte Partner. Wie nennt man ihn? Gott. Sagt man seinen Namen? Nein. Wie heißen die anderen Partners? Auch. Aber immer. Все. Erledigt. Beendet. Verstanden jetzt die Regel? Okay. 2. Gesetz. Bitteschön. Nun, Kasha, sag. Widersprechen. Was heißt nicht widersprechen? Man nicht sagen, das stimmt nicht oder du lügst oder was. Sehr gut, was soll man machen? Man soll fragen, ob ich was anderes sagen kann. Sehr gut, also Erlaubnis bieten, eine andere Meinung zu äußern. Und Chas ve Shalom, Chas ve Chalila, korrigieren nie eure Eltern neben andere Leute. Das ist so eine Schande, so eine Buscha. Soll man nicht reinmischen, das geht dir nicht an. Papa und Mama erzählen etwas, hör gut zu. Wenn du glaubst, du sagst etwas, es wird helfen, frag Mama, Papa, darf ich auch was sagen? Bakasha. 3. Gesetz, was war? Nun, Bakasha. Sehr gut. Weiter, 4. Gesetz. Kavod beim Essen geben oder in Reihenfolge?
Was passiert mehr, dass Vater und Mutter schenken und ehren die Kinder oder dass Kinder schenken und ehren die Eltern? Was passiert mehr zu Hause? Eltern. Eltern ehren und schenken mehr die Kinder. Das ist normal. Also ich kaufe gute Sachen, ich denke an meine Kinder, überall wo ich komme von der Welt, ich bringe irgendeine Aufmerksamkeit. Kinder vergessen es. Warum? Weil Kinder sind momentan am Nehmen und nicht am Geben. Und sie sehen das selbstverständlich, dass sie bekommen. Sie bekommen alles geregelt. Sie brauchen fast nichts zu tun. Was können Kinder machen? Kinder können Aufmerksamkeit schenken ihre Eltern. Schreibe einmal einen Zettel zum Vater oder zur Mutter. Nicht ein SMS, nicht ein WhatsApp, nicht ein Mail, ein Zettel. Liebe Mami, du bist die schönste Frau der Welt. Ich liebe dich. Danke für alles, was du für mich tust. Mein Leben sind viel einfacher und schöner wegen dir. Und lass diese Zettel in ihre Tasche. Hast du schon gemacht? Hast du schon gemacht sowas? Ich gebe euch einen Tipp. Die haben große Tzadikim gemacht für ihre Eltern. Für Vater, von Mutter. Weißt du, wie viel Freude und Motivation schenkt das die Eltern, dass die Kinder mindestens anerkennen, dass Vater und Mutter machen so viel. Chas v'shalom, wenn einer verliert seine Eltern, Vater und Mutter, dann versteht er erst zu kapieren, wie schwierig ist das ohne Mutter oder ohne Vater. Aber am Leben, der Mensch hat eine Gewohnheit. Wenn alles ist selbstverständlich, ist alles selbstverständlich. Und er sucht immer das, was kommt, mehr. Also vierte Sache, zu lieben und zu äußern die Liebe für die Älteren. Okay? Weiter. Fünfte Gesetz. Zwischen Geschwistern nicht streiten neben die Älteren. Das Geschwister streiten, normal. Geschwister, die nicht streiten, die sind nicht normal. Geschwister, die streiten, Reibungen ist normal. Versuch das zu machen, nicht neben die Älteren. Warum? Weil die Älteren sind so verletzt, wenn sie sehen, die Brüder und Geschwister miteinander streiten. Welche Gefühle haben mein Vater und Mutter, wenn sie sehen, ihre Kinder streiten? Welche Gefühle haben die? Dass sie was falsch gemacht haben. Dass sie haben versagt. Sehr schön, dass sie haben was falsch gemacht. Weißt du, wie schlimmes Gefühl ist das zu spüren, dass du hast an deinem Leben versagt? Dass du hast was falsch gemacht? Sagen unsere Weisen, ehre deinen Vater und deine Mutter, bedeutet respektiere seine Gefühle. Respektiere es, weil Eltern erwarten, dass die Geschwister, die nächsten Menschen, eine in der Welt, eine, was ist? Die Eltern wollen, dass die Kinder sollen miteinander lieben. Verstanden? Okay, schnell, wer will wiederholen alle fünf Regeln, was wir haben gesprochen bis jetzt, auswendig? Schnell, no tempo. Wer ist bereit? Ja. Ja. Dann mache ich alle fünf schnell. Erste, nicht bei dem Namen nennen. Schreib nicht. Tu mir einen Gefallen, schreib nicht. Behalte, du hast einen guten Kopf. Und das, was man will behalten, kann man behalten. Glaub mir. Ich will gerade mündliche Lehre, will ich uns trainieren zu hören und behalten im Kopf. Deshalb ist es auch, weißt du, manchmal kommt man nach Hause. Und die Eltern fragen, was hast du gelernt heute in die Schule? Du hast geschrieben 1000 Seiten. Aber man braucht etwas zu behalten im Kopf. Wir betonen noch einmal die fünf Gesetze. 1. Nicht die Eltern bei dem Namen nennen, weil das ist genauso ein Name wie Gott. 2. Soll man die Eltern nicht widersprechen. Und wenn man will sie widersprechen, soll man sie fragen, das Erlaubnis, etwas andere Meinung zu äußern. Und ich gebe euch noch einen Tipp. Lass immer Vater und Mutter bis Ende reden. Wenn ihr wollt etwas ändern bei euren Eltern, lass sie immer zum Schluss reden. Ihr werdet doppelt Erlaubnis bekommen. Ich gebe euch einen Tipp, die wird euch helfen. Lass die Eltern bis Ende reden. Danke, ich habe gehört ihre Meinung. Darf ich auch meine Meinung sagen? Ja. Alle Leute in die Klasse fahren zu dieser Reise. Ich bitte sie, mir auch zu erlauben zu fahren. Wenn du kommst in Konfrontation, wirst du gewinnen weniger.
Mit Kavod und Ehre erlaubt man doppelt. Das ist die Natur von den Menschen. Also nicht bei dem Namen, nicht widersprechen, nicht der Platz von bestimmten Älteren sitzen, einnehmen. Was war die vierte? Nun? Nicht die Gefühle verletzen, aber das, was war positiv. Die Gefühle bestätigen. Also Liebe. Äußeren, Liebe. Kleine Kinder, ich sehe meine kleinen Kinder, ganze Zeit kommen zu Mama und Papa und brauchen so Tabischmusen. Wenn die Kinder wachsen ein bisschen, was passiert? Ein Kind, wenn er wächst und er hat freie Wahl zwischen Freunden und Eltern, Freunde gewinnen immer. Nicht nur bei euch, auch bei mir. Also wenn man wächst und man kommt zu Yeshiva oder zu Internat oder man wächst, ein Mensch will ein bisschen selbstständig sein und er will nicht die ganze Zeit abhängig sein von seinen Eltern. Und ich habe sogar gehört von einem Wissenschaftler, das gibt so Teenagers, die machen Tätowierungen auf ihren Körper, nur um ihre eigene Identität zu sagen, die Eltern mischen nicht rein in meine Territorie. Mein Körper ist meine, ich kann machen, was ich will und wo ich will und ich will machen hier hinter dem Puppig ein Schmetterling. Und das geht dir nicht an, was ich mache und das ist meine Sache. Und deshalb die vierte Idee ist, doch die Älteren zu äußern, dass man liebt und dass man sie noch schätzt, weil die Älteren haben ein Gefühl, ich habe gegeben mein Kind 18, 19 Jahre und jetzt mit 15, 16, wer hat er im Kopf? Die ganze Zeit die Freunde. Nicht mal eine Minute von Mama und Papa. Aufmerksamkeit zurück. Deshalb ist eine Mitzwe, Gefühle zu äußeren zurück. Der Arizal, das habe ich auch übernommen, bis meine Mutter ist gestorben, immer mein ganzes Leben am Freitag, nach dem Kerzenzünden, bin ich gegangen zu meiner Mama und hat ihre Hand geküsst. Immer, jeden Freitag. Und wenn ich war weit von meiner Mutter, jeden Freitag habe ich angerufen und ich habe sie gesagt, dass ich sie liebe und dass ich sie ehre. Und Mutter wartet am Freitag für diese Aussage. Und genauso Vater. Also das ist eine Mitzwe, zu sagen, wenn du kannst nicht jeden Tag, einmal die Woche. Einmal die Woche, mindestens am Freitag. Genauso wie Gott will, sollst du zu ihm beten. Einmal in die Woche und ihm sagen, Hashem, danke, du bist der Größte, du bist der Schönste, ich liebe dir, alles ist okay. Die Älteren wollen auch Lob, ein kleines Segen, ein kleines Bonbon. Kannst du kaufen eine Blume, kannst du, weiß ich nicht, irgendeine Idee, was deine Älteren lieben. Okay. Und die fünfte, nicht streiten, nörgerlich neben die Älteren. Willst streiten, mischt auch nicht die Älteren in deinen Streit mit Geschwistern. Geschwister streiten ist normal. Jeder will seine Position zu Hause, jeder hat sein Recht, seine Territorie, ist normal und legitim. Wenn die Älteren aber sehen, dass Kinder streiten, die ganzen Vakuum vom Tisch, vom Schabbes, vom Yontef, von Essen, von Urlaub, ist zerstört. Stimmung vom Streit macht kaputt die ganze Mischproche. Eine Mischproche, wo die Geschwister streiten, die Eltern sind nicht glücklich von ihrem Leben und meistens dieser Streit sieht, mein Teller bis hier, also das ist mein Essen, das ist meine letzte Frikadelle, weiß ich nicht, Schmonzes, warum nimmst du, und man kitzelt so und man glaubt, das ist so Spaß, aber die Eltern sind sehr, sehr verletzt, verständlich? Jetzt kommt eine letzte. Es gibt noch viel, aber ich will nicht dem ganzen Halachot heute, weil es mir liebe, wenig und soll bleiben. Vater und Mutter ehren, die letzte Gesetz, ist durch deine Benehmung und guten Ruf. Wenn einer hat einen guten Ruf, manchmal sehe ich Kinder, machen falsche Sachen. Ich habe sogar gesehen, Kinder, die rauchen. Und ich habe gefragt, mein Rabbi, muss ich ihre Eltern sagen, dass sie rauchen? Hat er gesagt, nein, sag nicht. Warum? Weil die Älteren werden enttäuscht sein und verletzt sein, das ist jetzt nicht Drogen und Lebensgefahr. Und wenn schon, sprich mit den Kindern direkt in die Augen, nicht mit ihren Älteren. Weil Schüler oder wollen nicht, soll man sie hinter dem Rücken gehen. Jetzt aber, was passiert, wenn Vater und Mutter hören,
schlechter Ruf über ihre Kinder. Wie fühlen sie sich? Nicht gut. Aber was passiert, wenn ich treffe eine Mutter und Vater und ich sage, oh, dein Kind, sehr gut. Dein Kind, Marzipan. Dein Kind, Crème de la Crème. Was ist? Stolz. Die sind stolz. Die sind stolz. Und welche Gefühl haben sie? Welche Gefühl? Glücklich. Ein gutes Gefühl. Aber welches gutes Gefühl? Genau, dass sie haben das richtig gemacht. Und richtig gemacht bedeutet Kavod. Oh, deine Tochter, psch, gute Mädel, dein Sohn, gute Junge. Die Eltern, glauben Sie mir, als Vater, wenn einer kommt zu mir und sagt mir ein gutes Wort über mein Kind, mein Blut kocht von dem kleinen Zeh bis hier warm, zittert von Freude und Naches. Ich wünsche euch, Bezrat Hashem, dass eure Kinder werden sich gut benehmen und sollen kommen zu euch andere Menschen und sagen, ach, eure Kinder, gute Kinder, ihr werdet spüren, was für eine gute Nachricht habt ihr. Wir werden nur zum Schluss alles wiederholen, was wir haben gesprochen, schnell. Es gibt zwei Torot. Welche zwei Torot, wer will sagen? Ja? Zwischen Menschen und Gott, zwischen Menschen und Menschen. Sehr gut. Ehre dein Vater und Mutter. Ist zwischen Gott oder zwischen Menschen? Zwischen Gott. Sehr gut. Und wer will sagen, warum ist das zwischen Gott? Bitte schön. Weil Gott, das ist Gott, sehr gut. Wer will mir sagen, wie teilen sich diese drei Partners? Was gibt jeder eine von den drei? Bitte schön. Also, Vater gibt alles, der Vater gibt alles weiß. Ja? Die Mutter, was haben wir weiß am Körper? Das Weiße hier, die Nägel und. Zähne habe ich nicht gesagt. Zähne sind auch vom Vater. Ja, Zähne, das weiße Nägel und die Mutter gibt alles schwarze, das, also die Pupille. Haare. Die Haare und Blut. Und Gott? Gehör, also die Seele, dass man sieht und hört. Sinne, Sinne. Kann man sagen, die Sinne. Die Seele und die Sinne. Und kann sein, dass der Vater zum Beispiel ist blind, aber der Kind kriegt von Gott Augen. Ja. Ja? Okay, weiter. Wer will mir sagen, bitte, die ersten drei Gesetze von Ehre, dein Vater und deine Mutter? Bitte schön. Chazak. Chazak, gut. Das Zweite ist, dass man nicht widersprechen. Dass man nicht widerspricht, sondern fragt, ob man widersprechen darf. Und das Dritte ist, dass man sich nicht mit dem Platz. Sehr gut. Weiter. Wer will sagen die anderen letzten drei? Bitte schön. Einmal, man soll die Gefühle bestätigen. Wie bestätigt man die Gefühle von den Älteren? Einfach zeigen, dass man es schätzt, was sie für einen getan haben. Sehr gut. Dann nicht vor den Eltern streiten. Und das Letzte, weiß ich nicht mehr. Das guten Ruf zu bringen. Denk dran, dass auch wenn ihr kommt zu Freunden, ich gebe euch auch einen Tipp. Ihr seid eingeladen, einer von den Freunden. Und ihr kommt. Und sagt die Mama und Papa zu dem Freund, Shalom, schön, dass du bei uns bist. Sag danke, dass sie an mir eingeladen. Sie haben ein sehr nettes Kind und freut mich, zu ihm zu kommen. Was hast du gemacht, die Älteren? Sofort ein Kompliment, ein gutes Eindruck. Was stört dir, die Älteren zu sagen, du bist doch eingeladen. Es gibt so Kinder, die kommen zu dem Freund nach Hause und sagen kein Wort. Shalom, Shalom, ich bin der Freund von dem. Kannst du sagen, die Eltern, freut mich, dass ein guter Kumpel, er ist sehr nett in die Schule, wir mögen ihn alle, er ist total lieb. Keine Ahnung, sag irgendein gutes Wort. Was geht dir an? Die Eltern werden schöpfen nachts. Ich danke euch für das Zuhören.